Alle auf Position. Er kommt, er kommt. Fahr los. Bereit machen, wenige Sekunden noch. Zugriff in 5 Sekunden. Warte doch mal! Olli! Warte mal! Oh, mein Handy, warte, scheiße! Was soll denn das? Woher weißt du, dass ich das bin? Ja, woher weißt du, dass du das bist? Du bist ein Großer mit der Stimme von Olli Schulz, ein Kleiner mit der Kamera und oh Mann, Alter, wir Frank hat überhaupt keine Maske auf. Wir haben nur 2 Masken gehabt. Was soll denn? Was wir fahren jetzt Auto nach Hamburg jetzt. Ich weiß, ich bin wir machen Community-Ding, Alter. Ich bin gerade auf dem Weg. Ja, dann komm ab ins Auto, Alter. Was soll denn das? Wir wollen nicht entführen, nach Hamburg gehen, das ist meine Heimat. Komm rein ins Auto! Was soll? Bisschen fett machen den Beitrag! Ja? Digga, wir machen Ausflug nach Hamburg! Ja, komm. Wir machen heute ein Community-Ding! Highway Richtung Norden! Jetzt kriegt ihr mal so richtig schöne Hamburger Mützen auf. So, und jetzt kriegt ihr einen Hamburger Namen. Und die Fahne müssen wir aufhängen. So. Hamburger Namen? In Hamburger Verrieberbahn hat man einen Kiez-Namen. Okay. Das ist Container-Class. Du bist Mitsubishi, Joko. Das hat aber keinen Sinn. Wieso denn nicht? Warum eigentlich denn Mitsubishi? Ach so, weil ich Container habe. Ja, weil du nicht gleich Ferrari-Jochen heißen kannst. Oder so. Das geht nicht. Elektro-Joko. 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 Und ich bin Maserati-Olli, wie immer, ne? Nee, du bist nicht Maserati-Olli. Ich komme aus Hamburg, der kennt mich da unter den Namen. Und der Maserati-Olli. Ja, dann sag ja, wie kann Elektro-Joko, Maserati-Olli und Container-Klasse in Hamburg. Das ist auch ein geiler... Hier, das wird jetzt mal so eingeblendet. Wir machen das jetzt so. Wir haben das jetzt eingeblendet. Ja, wir können das ja wieder ausblenden. Nein, wir können es nicht ausblenden. Ahoi! Kennst du noch Marshmallow Man von Ghostbusters? Marshmallow-Olli. Marshmallow-Olli! Hey, Dani, hier ist der Rastplatz. Fahr mal raus. Oh, auch Bock auf einen Kaffee? Schwarz wie meine Seele? Ja, jeder einen Kaffee oder was? Oder ja, komm, einen Kaffee. Ja, okay, mach schnell. Gib einen aus. Bonus, Olli, gib einen aus. So, folgendes. Geh du mal raus mit der kleinen Kamera. Versteck dich hinter dem LKW da vorne. Und film auf die Tür. Und wir stellen uns mit dem Auto hinters Haus. Der rastet aus. Ja, klar. Ja, klar. Hat er seine Jacke dabei? Nein. So, komm, Abfahrt. Ja, Olli? Komm mit dem Wagen rum, mir ist mega kalt, ich hab nicht mal eine Jacke an. Wir sind auf der Autobahn, wir können dich nicht rausholen. Olli, wenn wir jetzt dich abholen, dann haben wir 1,5 Stunden Umweg und dann schaffen wir das alles nicht mehr. Deswegen hol dich jetzt einer ab und bring dich nach Berlin wieder. Wenn ihr nicht gleich wieder da seid, habt ihr beide 1,5 Stunden gebrochene Beine. Alter, ich bin hier nur so klein, hängt bin ich hier. Ja, dann geh doch... Dann geh doch wieder... Dann geh doch wieder rein, ey, das ist doch viel zu kalt draußen. Außerdem hast du doch Kaffee. Ja, ausgerastet. Ja, warte, ich sag ihm, wir sind rückwärts gefahren auf der Autobahn jetzt. Ihr Schweinepriester! Wir sind auch da, wir sind Olli, wir sind rückwärts auf der Autobahn. Kaffee. Ich wollte gerade sagen, der Kaffee hat weggetreten, weil es sauer war. Das ist diese schlechte Stimmung. Was mega. Weil das ist auch so ein alter Gag, ist jemand stehen zu lassen an der Autobahn rast. Echt, wir haben keinen Bock mehr. Gib mir hier mal was für die Füße, sind mega kalt. Fahr los! Thomas, greif mal deinen Sitz neben dir. Das ist ein Pappding da. Das ist nicht gefährlich, das geht, das kannst du auf alle Fälle. Halt die Schlauze.
ist eine Überraschung. Da haben wir alle was zu essen. Aber wir können nicht noch essen gehen, wenn wir in Hamburg sind. Wir wollen gleich mit Saufen anfangen. Ja, aber dann lass. Ja, dann halt die Fresse und lass. Vertrau mir einmal. Habe ich bis jetzt einmal Scheiße gebaut in der Sendung? Okay, aber pass auf, das ist alles machbar, wirklich. Das ist wirklich machbar. Das geht, wirklich, voll lecker. So. Das ist gepöbelter Eierfisch aus Griechenland. Das ist eine besondere Spezialität, die freuen sich den Arsch ab gleich. Guck mal, da kommt er schon, Alter. Das... Guck mal hier. Weil hier auch kein Wind von draußen kommt. Der wird jetzt von allen Seiten geräuchert, das ist besonders gut. Gib mir mal die Zitrone, ich will Zitrone klein schneiden. Und Ingwer rauf. So, hier, guck mal, da fängt schon an zu dünsten hier. Sag mal, seid ihr bescheuert, oder? Oh, das wird eine Überraschung sein. Bist du wahnsinnig? Bescheuert seid, früher schon. Hör auf, den ist. Oh, der gute Fisch, Alter. Auf der Autobahn grillst du im Auto oder was? Bei 180. Wenn du aufwachst, wollte ich dir einen knusprigen Fisch im Mund stecken. Riech doch mal, wie das riecht, Alter. Dann hau ab jetzt mit dem Scheiß. Lass mich raus mit dem Grill. Dann esse ich da und fahr per Anhalter nach Hamburg. Wirklich. Ja, wenn das jetzt die böse Sache ist. Oh, eine Kacke. Olli, jetzt komm, jetzt hör auf damit. Der brennt nicht mehr. Ja, so. Ja. Ach. Weil ihr Wasser rüber gegossen habt. Weil ihr da Wasser rüber gegossen habt. Das sind 6 geile Fische. Und... Ja. Ah! Du bist ein ganz besonderer Mensch. Mal zu hier. Grill auf der Autobahn. Wir hätten tot sein können. Okay, war ein bisschen dumm. War doof im Grill. Ist nicht jedermanns Sache. Tut mir leid. Aber wir fahren in meine Heimatstadt und sollten jetzt hier nicht irgendwie mit so einer Fluppe sitzen, ne? Kennt ihr die Fischpolonaise? Wenn wir schon keinen Fisch essen, können wir über Fisch singen, oder? Ja. Oh, wir machen mal an. Das singt ja jeder. Jeder singt das. Das kennt jeder in Hamburg. Was kriegt der Seemann auf See auf den Tisch? Fisch, Fisch, Fisch. Am Montag, der lacht sich doch jeder kaputt. Butt, Butt. Gut. Was kriegt der Seemann auf See auf den Tisch? Fisch, Fisch, Fisch. Am Mittwoch und Donnerstag ab unter den Tisch. Tintenfisch. Jetzt seid ihr drin. La, 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 la. Fisch, Fisch, Fisch. Finale Hamburg. Hamburg. Wir sind da, St. Pauli. Ein bisschen früh noch, ne? Man wird sagen, komm, was ist denn da jetzt los? Noch nicht so viel, das stimmt allerdings. Ja, nu? Na, Jungs, ist das was? Das ist Hamburg! Krasser Ausblick, ey. Prosit, Jungs. Prost. Prost. Ich möchte was sagen. Ich möchte was sagen. Ich hab was vorbereitet. Für heute Abend. Hallo. Was war das für eine krasse Fahrt hierher? Ich schätze, deswegen nennen Sie das hier die sündige Meile. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich sehe mich selbst als Lonesome Rider. Ich sehe mich selbst als ein Ein-Mann-Wolfsrudel. Und jetzt weiß ich es, dass noch 2 weitere Jungs in meinem Wolfsrudel sind. 3 Wölfe jagen zusammen durch Hamburg auf der Suche nach Stripperinnen und Kokain. Naja, also... Deswegen bringe ich heute Abend einen Toast aus. Oh, hey. Alter, was machst du denn da? Alter, aufhören damit. Lass mal aufhören. Blut, Bruder. Mal ganz lang, danke schön. Bist du bescheuert, oder? Was? Das war eine Hommage. Was? Eine Hommage an Hangover. Das ist eine Parodie. Das war keine Parodie, das war einfach nur super blöd. Gib mal die gesunde Hand her. Die gesunde Hand mal her. Was machen wir heute Abend? Oh, Community Ding! Hamburg! Aber gute Rede. Lecker, lecker Nippelwetter.